Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier sehen wir den aktuellen Bericht aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 31. März 2014 mit der Nummer 313. Dallas. Schokolade mit hohem Kakaogehalt fördert die Gesundheit von Herz und Gefäßen. Diese Wirkung hängt ab von der Aktivität einiger Darmbakterien, berichteten amerikanische Forscher. Sie konnten zeigen, dass Gärprozesse von Mikroben, Antioxidantien und andere entzündungshemmende Substanzen aus Kakaobestandteilen freisetzen. Erst danach können diese Wirkstoffe aus dem Darm in den Körper gelangen. Das ergaben Laborexperimente. Präbiotische Nahrungsergänzungsmittel können die Vermehrung von Bakterien unterstützen, die gesundheitsfördernde Substanzen aus Kakao erzeugen. Das würde dieses Lebensmittel dann noch gesünder machen, sagten die Wissenschaftler auf einer Tagung der American Chemical Society in Dallas. Fukushima. Der Skandalkonzern TEPCO hat die Lage in der Atomruine von Fukushima nicht mehr unter Kontrolle. Nun öffnet der Konzern auf Betreiben der Atomlobby alle Schleusen. 400.000 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser sollen aus den Sicherheitsbehältern ins Meer abgeleitet werden. Dem Ökosystem des Pazifik drohen dramatische Folgen. Welt. Samstag um 20.30 Uhr verfügte der WWF wieder, dass wir ein Zeichen setzen für Klima oder was auch noch immer für eine Studie, das Licht ausschalten. Auf allen Kanälen wurden wir permanent darüber informiert. Dunkles Vorbild dafür Nordkorea. Dort ist jeden Abend, jede Nacht Earth Hour. Nordkorea ist damit Klimaschützer, Umweltschoner und das Paradies der Werktätigen in einem. Im Gegensatz dazu steht das göttliche Gebot aus der Schöpfungsgeschichte. Es werde Licht. Lasset uns die Schöpfung bewahren, alle Lichter angemacht haben. Nochmal Welt. Rund 70.000 Menschen in 65 Ländern wurden vom Umfrageinstitut Gallup international darüber befragt, welches Land sie für die größte globale Bedrohung halten. Wenig überraschend landete die USA mit 24% der Nennungen auf Rang 1, gefolgt von Pakistan 8, China 6 und anderen jeweils 5. Russland, welches derzeit von westlichen Politikern und Medien als Aggressor diffamiert wird, sahen lediglich 2% der Befragten als Gefahr der globalen Sicherheit. Na, wenigstens merken es noch ein paar Menschen. Wiederwelt. Immer mehr Menschen beginnen zu verstehen, dass die notwendige Veränderung und Heilung unserer verkehrten Lebenswelt im Inneren eines jeden von uns beginnen muss. Die Veränderung des eigenen Bewusstseins ist nicht leicht, verursacht zumeist auch ein kräftiges Unbehagen in der Bauchgegend. Trotzdem ist die Erweiterung des Bewusstseins Voraussetzung für den Aufwachprozess. Es bringt den Wahrheitssuchenden keinen Schritt weiter, er kann sich noch so viele Informationen beschaffen, er muss erst bereit sein, sein Bewusstsein zu erweitern, um all die Dinge, die um ihn geschehen, in seiner ganzen Tragweite zu verstehen. Richtig. Caracas. Die Regierung von Venezuela hat die Drohungen der USA mit Sanktionen zurückgewiesen und Washington beschuldigt, extremistische Sektoren zu ermutigen. Am Donnerstag hatte die Lateinamerika-Beauftragte des US-Außenamtes Jacobsen bei einer Pressekonferenz geäußert, Sanktionen gegen Venezuela könnten ein wichtiges Instrument werden, um Druck auf die Regierung von Präsident Maduro auszuüben, wenn es keine Möglichkeit zum Dialog und keinen demokratischen Raum für die Opposition gäbe. Venezuela. Mit Chavez hat die bolivianische Revolution ihre zentrale Integrationsfigur verloren. Obwohl Chavez seinen bedingungslosen Unterstützer Maduro als Wunschkandidaten für seine Nachfolge empfahl, konnte dieser die Wahlen nur knapp gewinnen. In seiner knapp einjährigen Amtszeit ist es Maduro nicht gelungen, aus Chavez Schatten herauszutreten, ein erkennbares eigenes Profil zu entwickeln. Stattdessen versucht er, seinen Vorgänger und dessen polemische Ausfälle oft unbeholfen zu kopieren. Ihm fehlt es an Charisma. Auch wenn es derzeit keine ernsthaften Anzeichen für ein Auseinanderbrechen der Regierung gibt, zweifeln manche, ob er die heterogenen Strömungen und Gruppen des Chavismus auf Dauer zusammenhalten kann. Brasilien, New York City.
unter Verweis auf die schlechte Wirtschaftspolitik und Buchhaltungstricks, mit denen die Staatsfinanzen kleingerechnet wurden, hat die Kreditratingagentur Standard & Poor's die Bonität von Brasiliens Schulden auf BBB abgewertet, eine Stufe über Ramsch-Status. Türkei. Die türkische Regulierungsbehörde für Funk und Fernsehen hat auf Weisung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Arinç ein Berichterstattungsverbot über die bei YouTube eingestellten Audioaufnahmen verhängt, in denen sich der türkische Außenminister Davutoglu und andere über ein direktes militärisches Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg unterhalten. Ich kann nur noch lächeln hier. Syrien. Syrien hat im Kampf gegen den von der westlichen Wertegemeinschaft unterstützten Terrorismus weitere wichtige Erfolge erzielt. Der unspektakulärste, jedoch größte Tageserfolg im Kampf gegen den Terror gelang Syrien jedoch in der südlichen Provinz Daraa. Wie Sana mit Samstag mitteilte, ist es dem syrischen Großmufti Hassoun im Rahmen der kontinuierlichen syrischen Versöhnungsarbeit gelungen, hunderte Bewohner der Stadt Sana Mein dazu bewegen, den Terrorkampf gegen die syrische Regierung einzustellen, ihre Akten vom syrischen Staat klären zu lassen. Russland, New York City. Wegen der Ukraine-Krise drohte die Ratingagentur Moody's Russland mit dem Entzug seiner Bonitätsnote Groß B, zweimal klein A1, also B, Doppel A1. Lächerliches Ansinnen. Moskau oder Moskau-Genf. Der Westen versucht aus Sicht Moskaus, den VN-Menschenrechtsrat in seinem Interesse und zum Druck auf andere Länder mit Hilfe heuchlerischer Entschuldigungen zu missbrauchen. Das untergräbt das Vertrauen zu dieser Organisation, teilte das russische Außenministerium am Samstag in Zusammenhang mit der in Genf zu Ende gegangenen 25. Tagung des Menschenrechtsrates mit. Westliche Delegationen setzten ihre Versuche fort, den Menschenrechtsrat in ihrem eigennützigen Interesse zu missbrauchen, indem unbequemen Ländern Verstöße gegen Menschenrechte zur Last gelegt werden. Solches Herangehen trägt nicht zur reellen Verbesserung der Situation und um Menschenrechte vor Ort bei. Ukraine. In scheinbar uneigennütziger Selbstlosigkeit kündigte der IWF der Ukraine ein Hilfsprogramm in Höhe von 18 Milliarden Dollar an. Doch im Gegensatz zu den Rettungszahlungen der Bundesregierung an die Euro-Pleitiers gibt's diese Milliarden nicht etwa geschenkt, sondern sie werden an drastische soziale Einschnitte und diverse wirtschaftliche Gefälligkeiten gebunden. Brüssel. NATO-Generalsekretär Rasmussen spricht sich dafür aus, weitere Staaten in das Militärbündnis aufzunehmen. Darunter wären auch Länder in direkter Nachbarschaft Russlands. Das ist wirklich langsam. Also wer die Einkreisung nicht mitbekommt, also Leute, es tut mir echt leid. Brüssel, Moskau. Einzelne Länder werden es laut Russlands EU-Botschafter Tschischow schwer haben, die bevorstehende Präsidentenwahl in der Ukraine als legitim anzuerkennen. Es gäbe bereits einen legitim gewählten Präsidenten der Ukraine, Janukowitsch. Dieser Umstand wird jedes Land mit dem Problem konfrontieren, ob die für den 25. Mai geplante Wahl anerkannt werden soll oder nicht, sagte Tschischow am Samstag dem TV-Sender France 24. Es ist etwas merkwürdig, Präsidentenwahlen anzusetzen, da es einen legitimen Staatschef schon gibt, der sich sogar wohlfühlt. EU Moskau. Als Reaktion auf die Sanktionen der EU will Moskau offenbar Politiker mehrerer EU-Staaten auf seine schwarze Liste setzen. Die russische Seite hat Vergeltungsmaßnahmen ergriffen, die überwiegend symmetrisch sind, sagte Freitag ein Außenamtssprecher. Einige westliche Länder seien dem Beispiel der VSA gefolgt und hätten weitere russische Bürger auf ihre Sanktionslisten gesetzt, sagte er zur Begründung. Dies könne nicht ohne Reaktion bleiben. Ein Schauspiel, echt. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es richtig zum Lachen. EU-VSA. Irreführend finde ich den Begriff Freihandelsabkommen, als welches das geplante TTIP oft bezeichnet wird. Hier geht es nicht um freien Handel, sondern um die Unfreiheit der Bürger. Die geplante Investorenschutzklausel sieht vor, dass Konzerne Regierungen wegen vermeintlich entgangener Gewinne verklagen können.
nicht vor Gericht, sondern vor einer dubios besetzten Schiedskommission, auf etliche Milliarden Euro. Umwelt- und Gesundheitsstandards werden auf der Strecke bleiben. Staaten und Bürger haben zu kuschen. Nochmal Brüssel. Die EU hat den Weg für ihre Militärmission in Zentralafrika geebnet. Geplant sei eine progressive Aufstockung der Truppen. Auch Deutschland wird die Mission unterstützen. Na klar, wir müssen überall mitmischen. Ich kann es langsam nicht mehr glauben. Straßburg. 29 Abgeordnete des EU-Parlaments haben wegen Israels illegalen Siedlungen die Außenbeauftragte Ashton, unsere Beste, aufgefordert, europäische Firmen von einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit israelischen Städten im Westjordanland abzuhalten. Die Parlamentarier rufen den Europäischen Auswärtigen Dienst dazu auf, europäische Firmen von Aktivitäten abzuschrecken, welche die aktuelle Ausweitung israelischer Siedlungen erleichtert, die nach internationalem Recht illegal sind. Luxemburg. Mit einem richtungsweisenden Urteil hat der Europäische Gerichtshof die Telekoms- und Kabelbetreiber in Europa zu obersten Zensoren im Internet ernannt. Sie müssen illegale Inhalte sperren. Was illegal ist, bestimmen Staaten per Gesetz oder EU per Richtlinie. Außerdem kann jeder Denunziant die Sperrung einer Seite erzwingen. Damit ist das freie Internet in Europa Geschichte. Paris. Beim zweiten Wahlgang der Kommunalwahlen in Frankreich mussten die Sozialisten von Präsident Hollande erneut Verluste hinnehmen. Nach ersten Hochrechnungen und Ergebnissen sah es so aus, als würden in zahlreichen Städten die Mehrheiten verloren gehen. Nanterre. Die Chefin der Front National, Le Pen, hat für den Fall ihres Sieges bei der französischen Präsidentenwahl 2017 ein Referendum über den EU-Austritt Frankreichs angekündigt. Ich werde den Franzosen sagen, dass wir aus der EU und aus dem Euro raus müssen, sagte sie dem Focus. Wir können nicht zusehen, wie unser Land zusammenbricht. Schön. Aber vielleicht schon ein bisschen spät, schätze ich. BRID. Zur Erinnerung, am 23.05.1949 wurde das Grundgesetz für die BRD durch Veröffentlichung im BGB I1 Seite 1 und folgende in Kraft gesetzt. Die BRD selbst wurde aber erst am 7.09.1949 gegründet. Dies bedarf staatsrechtlicher Klärung. Die Frage, ob das Inkrafttreten einer Verfassung vor dem Ins-Leben-Treten des Staates möglich sei, ist zu verneinen. Positives Recht eines Staates kann vielleicht diesen Staat überleben, nicht aber seiner Entstehung vorausgehen. Bitte selber weiterlesen. Reich BRID. Wenn man den Begriff Friedensvertrag Deutschland in eine Suchmaschine eingibt, sollte es Sie nicht wundern, dass an oberster Stelle Wikipedia erscheint mit Verweis auf den 2+4 Vertrag. Deutsche Massenmedien und Politikdarsteller werden nicht müde, das als Friedensvertrag zu verkaufen. Dass hier sehr wohl ein Unterschied besteht, belegt schon die Tatsache, dass dieser Friedensvertrag sehr wohl diskutiert, jedoch letztendlich als nicht vorgesehen zu den Akten gelegt wurde. Dies fand statt während der sogenannten 2+4 Verhandlungen. Der ehemalige Außenminister Genschmann ließ verlauten, ein Friedensvertrag ist nicht vorgesehen. Die Frage ist, warum? Zunächst ist dazu festzustellen, dass die Bundesrepublik keine kriegsführende Partei war, sondern das Reich, genauer das sogenannte Dritte Reich. Die Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 enthält im Artikel 45 die Aussage, Kriegserklärung und Friedensschluss erfolgen durch Reichsgesetz. Dem kann man entnehmen, dass die Bundesrepublik nicht mal befugt ist, über Friedensverträge zu verhandeln, da das Grundgesetz die Weimarer Verfassung überlagert, diese aber sehr wohl noch gültig ist. Sachsen. Donnerstag wurden NATO-Truppen auf Straßen gesichtet, wo sich nach Zonenvertrag und 2+4 Vertrag gar nicht sein dürften. Was tun die hier? Wer hat sie beauftragt? Alles sehr merkwürdig. Ob die Russen Bescheid wissen? Ich gehe mal schwer davon aus. Nochmal BRID. Wem es schon beim Anblick prügelnder Riot-Police-Einheiten auf Demonstrationen eiskalt den Rücken herunterläuft und trotzdem das Protestieren nicht lassen kann,
muss ich künftig noch wärmer anziehen. Für den 1. April dieses Jahres wurden im Rahmen des Umbaus der Bundeswehr von einer Verteidigungs- zur Interventionsarmee sogenannte regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte, RSUKR, gebildet, die für den Heimatschutz zuständig sind, bundesweit aus 30 Einheiten bestehen. Die RSUKR sind bereitwillige Helfer, nicht nur im Bereich des zivilen Katastrophenschutzes, also Unglücks- und Katastrophenfälle, sondern auch dann, wenn kritische Infrastruktur gefährdet ist, organisierte und bewaffnete Aufstände anstehen oder allzu widerstrebende Bevölkerungsteile die innere Ordnung bedrohen. Also widerstrebende Bevölkerungsteile, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Halleluja, Heimatschutz, dazu gehört eigentlich das Volk, also sie sollten für uns da sein und nicht gegen uns. Aber man sieht ja, was hier gemacht wird. Berlin. In einer Eilsitzung hat der Bundestag den Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine beschlossen. Zuvor hatte Außenminister Steinmeier die Abgeordneten in einer Brandrede zu der Entscheidung aufgefordert. Deutschlands Freiheit wird auch in den Karpaten verteidigt. Aha. Nur uns bedroht ja eigentlich keiner. Wir werden nur benutzt. Interessant. Dieser Satz klang vertraut, leuchtete daher den meisten mit und ohne Gliedern des Bundestages ein. Die CDU-CSU-Fraktion stimmte einstimmig zu, klar. Man denke jetzt an den vorhergehenden Artikel, den ich über das Reich vorgelesen habe. Stimmte einstimmig zu, man hörte aber auch kritische Stimmen. Naja. Nochmal Berlin. Nach Kontrollratsgesetz Nummer 2, Ziffer 11, haben die Alliierten die Zensur über Presse, Kultur und Bildung. Also stand jetzt bei N24 nach der Meldung Russland warnt VSA vor Eskalation und den Kommentaren. Lieber Nutzer, bitte verhalten Sie sich beim Verfassen von Kommentaren an unsere Nutzungsbedingungen. N24 duldet keine pro-russischen bzw. anti-amerikanischen Kommentare. Diese werden unverzüglich von uns entfernt. Also da wüsste eigentlich nun auch jeder Bescheid, der es noch nicht gewusst hat. Die gute Nachricht, mit dem Tierkreiszeichen Widder fangen gleichzeitig der Frühling und das astrologische Jahr an. Neubeginn auf allen Ebenen. Die Sonne ist vom 21.03. bis 20.04. im Tierkreiszeichen Widder. Widder ist das erste Feuerzeichen, es drängt vorwärts, es begehrt, es will und ist mutig. Es ist Amors Pfeil, der auf die Venus zielt. Ohne Sexualität und die Vereinigung gibt es kein Leben. Die Farbe Rot, unser Blut und das männliche Phallus-Symbol gehören zum Widder. Wir alle haben ein Widderzeichen, genauso wie den Herrscher Mars und das zugehörige erste Haus in unserem Horoskop. So, das war's mal wieder für heute. Heute ist angenehm warm draußen. Ich war heute auch schon unterwegs. Es sind 17,5 Grad. Es blüht und grünt weiter, zu unserer Freude. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und verbleibe wie immer. Eure Redaktion, Conny von der Redaktion der Biene vom Honigmannsack.wordpress.com. Und tschüss.